Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Und wenn ihr etwas einschickt, dann könnt ihr auch immer ein Bild mitschicken und dieses Bild wurde mir mit dieser Einsendung geschickt und ich denke so, das ist doch nicht Minecraft, was ist das für ein Spiel, was du da eingeschickt hast? Aber wait for it, es ist Minecraft. Das hier ist nämlich eine ganz besondere Puzzle-Map der anderen Art und Weise. Wenn man reingeht, dann sieht man, es wird direkt ein Texture-Pack geladen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwo gelandet bin, wo ich ganz woanders bin definitiv. Also es sieht total verrückt aus. Was ist es denn überhaupt? Es ist die Einsendung von Endermars 21. Er sendet ein Solas MC, eine Puzzle-Map, bei der es um pulsierende Laser geht. Und ich bin sehr gespannt herauszufinden, was hier abgeht. So, Settings. Da müssen wir alles einstellen. Wir können hier adjusten, dass das funktioniert. Also wir sehen das GUI-Adjusting, das ist noch nicht so richtig. Wir sollen die Render-Distance, die Sachen hochpacken. Den GUI-Scale sollten wir so wählen, dass wir jetzt diesen roten Screen hier sehen. Der rote Screen passt noch nicht ganz. Das muss ich noch ein bisschen größer machen. Jetzt passt alles von den Settings her. Musiktechnisch kann hier was abgespielt werden. Dann lassen wir alles so, wie es ist. Und wir drücken jetzt auf Go to Hub. Und hier startet die Map. Wichtig ist, diese Map läuft aktuell nur in der Version 1.19.4. Ich habe vorhin versucht, die Map in der Version 1.20 zu starten, hat es irgendwie nicht funktioniert. Ich drücke auf Information. This map is not a replacement for the game Solas. Achso, es gibt tatsächlich ein Game, das tatsächlich so heißt, das wusste ich gar nicht. Mal ganz schnell reingeguckt, was ist das für ein Game? Das ist ein Steam-Game und das ist tatsächlich Solas, das inspiriert. Ah, okay, das heißt, es gibt ein echtes Game und da ist das wahrscheinlich inspiriert oder so in der Art. Okay, verstehe. Das war mir gar nicht bewusst, dass es da ein Game gibt. Interessant. So, dann würde ich sagen, drücken wir auf Start the Map und dann sehen wir, dass da unten jetzt so kleine Laserdütz herausgeschickt werden. Und diese Laserdütz, die gehen dann hier entlang und sollten dann theoretisch hier irgendwas machen und uns in den nächsten Raum bewegen. Und wir sehen, in den Raum gehen wir gerade rein. So, die Laserdütz, die kommen hier unten an. Hier werden verschiedene Laserdütz aufgestellt und aufgeplittet. Und wir sehen quasi, es aktiviert sich jetzt hier eine Box, ein Portal hat sich hier aktiviert. Sehr interessant. Ich kann hier unten mit interagieren. Ich kann auf diesen Knopf drücken, dann wird alles super dunkel. Wir sehen hier unten noch die Laser und dann können wir den Rest wieder an- und ausschalten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir sehen, hier können Lichter offensichtlich fusioniert werden. Ganz wild. Und diese fusionierten Lichter können wieder auseinandergebrochen werden. Okay, verrückt. Und ich glaube, dass das hier ein Level ist. So, wir sind jetzt reingegangen. Wir sind jetzt hier durchgegangen. Ach, interessant, wie es aufgebaut ist. Es geht dann quasi immer weiter und ich glaube, jetzt muss man so langsam anfangen, Rätsel zu lösen, oder? Können wir hier durchgehen? Was passiert, wenn wir hier durchgehen? Solas MC. Es geht los. Okay, perfekt. Also, kriegen wir einmal eine große Anzeige. Jetzt bin ich gespannt. Oh, da ist Musik. Ich mache die Musik mal aus, weil ich nicht weiß, ob ich dafür die Rechte habe, die hier abzuspielen. Deshalb lassen wir sie mal besser aus. Wir schauen uns das Ganze an, beziehungsweise ich reboote das jetzt nochmal, weil es kann sein, dass es irgendwelche Sounds oder so gibt. Das heißt, das hier scheint mir das erste Level zu sein. War gerade auch im Hub. So, ich kann Sachen rotieren. Das heißt, ich kann diesen Spiegel rotieren. Okay, easy, soweit verstanden. Okay. Okay, die Musik scheint sich die ganze Zeit zu ändern. Eine Sekunde mal. Gut, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. The music is composed by me, Endermars, and it's therefore free to use. Okay, das heißt, wir können die Musik auch nutzen. YouTube ist da sehr streng. Also, wenn ich bei YouTube ein Lied verwende, was ich nicht verwenden darf, ist das Video weg. Und das ist ja ziemlich cool, was wir sehen. So, das heißt, wir können diese Sachen hier umdrehen, umbewegen und dadurch haben wir das Level geklärt, oder? Was passiert? Oh, wie cool. Der nächste Bereich öffnet sich. Okay, sehr, sehr coole Game Design, by the way, übrigens. Also das kann man sich sagen. Wir können das Game auch anhalten. Es braucht einen kleinen Moment zum Anhalten, was total verrückt ist. Sehr cool. Wir können die Elemente ausmachen, sodass wir sehen, was gerade da ist und was nicht da ist. So, was mich jetzt interessiert ist, wie geht's weiter? Wir können tatsächlich Dinge moven. Alles, was lila gemarkiert ist, können wir moven. Das ist sehr interessant. Das heißt, ich denke mal, dass wir jetzt die Sachen hier richtig moven müssen. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich das rotieren kann oder nicht rotieren kann. Nee, ich kann das nicht rotieren. Okay, manche Elemente kann ich moven, manche kann ich rotieren nicht. Okay, jetzt verstehe. Das heißt, diese Elemente kann ich rotieren, diese Elemente kann ich nur moven. Jetzt haben wir das geschafft und der nächste Levelbereich schaltet sich frei. Okay. Hier sind rote Elemente. Ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt funktioniert. Was können wir denn machen? Jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen können. Was passiert, wenn wir den hier machen? Dann leiten wir das da entlang. Der geht nach oben, der geht nach da hin. Kann ich einen Spiegel bewegen? Ja gut, ich könnte theoretisch so einen Spiegel hier nehmen, aber ich glaube nicht, dass ich den über das Level hinaus
Nee, genau. Ich darf den nicht übers Level hinausnehmen. Ich kann auch da nicht weitergehen. Das ist sehr, sehr coole UI. Also, guck mal, das ist so gut gemacht. Wenn ich den versuche zu nehmen, komme ich nicht weiter. Ich kann nicht weitergehen. Das ist total nice gemacht. Kann ich das System austricksen? Nee, ich muss ihn wirklich abplatzieren. Dann kann ich weitergehen. Das System lässt sich nicht austricksen. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das ist unfassbar gut programmiert, die Map. Und ich kann diese ganzen Dinger nehmen. Und theoretisch... Nee, ich muss sie tatsächlich hier abstellen. Ja, aber es bringt mir gerade erstmal überhaupt nichts, die da abzustellen. Was ist, wenn ich den hier mache? Und was ist, wenn ich den hier mache? So, jetzt fusionieren sich doch, glaube ich, alle zusammen, oder? Beziehungsweise, wenn ich den noch hier hinsetze, dann müssten doch sich alle Dinger zusammen fusionieren. Ja, nicht ganz. Aber die roten gehen auf jeden Fall hier oben schon mal rein. Ich verstehe diese Blöcke hier noch nicht. Die kann ich wahrscheinlich auch noch nicht nehmen. Okay, ich mache es erstmal anders. Ich sorge erstmal dafür, dass das Rote da oben hinkommt. Das heißt, quasi dafür muss ich den Kollegen dahin packen. Ich muss den Kollegen... Nee, warte, ich muss den ja rotieren, damit das funktioniert. Kann ich den rotieren? Nein, den kann ich nicht rotieren, oder? Ah, doch, ich kann ihn rotieren. Okay, verstehe. Das heißt, den hier kann ich sowohl rotieren als auch bewegen. Und damit wird das Rote jetzt da oben ankommen. Das ist schon mal gut. Das heißt, Rot kommt hier oben schon mal an. Bewirkt das irgendetwas? Ja und nein. Dann kann ich den Grünen theoretisch auch noch ankommen lassen. Das würde funktionieren. Der Rest geht gerade nicht, weil hier diese Wand das Ganze blockiert. Das heißt, der Grüne würde jetzt auch noch hier mit reingehen. Und wir können weiter in den nächsten Bereich gehen. Ich habe noch nicht verstanden, was diese Blöcke genau machen. Wenn ich die jetzt ausblende, sind sie erstmal weg. Das heißt, jetzt müssen wir schon ein bisschen nachdenken. Wir haben jetzt hier dieses nächste Teil. Wir müssen Weiß und Gelb erzeugen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Dinger irgendwie zusammen fusionieren. Das macht sehr interessant. Vor allem, da wir jetzt die neuen Partikel haben. Und wir müssen irgendwie diese roten Viecher hier zerstören. Interessant. Also guck mal, das ist zum Beispiel auch neu. Sobald die sich hier treffen, werden die diagonal weitergeleitet. Jetzt frage ich mich gerade, wenn die diagonal weitergeleitet werden, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt diesen Spiegel wegnehme? Ja gut, die würden jetzt einfach geradeaus durchgehen. Aber dann könnte ich ja theoretisch den Kollegen ja auch ein bisschen weiter nach oben stellen und die Fusionierung einfach woanders stattfinden lassen. Beispielsweise hier. Nein, nicht ganz. Vielleicht noch zwei Blöcke weiter oben, dann kommt das Gelbe auf jeden Fall da an. Jetzt kommt das Gelbe an, würde ich sagen. Oder muss es einen Block weiter nach oben? Nee. Irgendwie kommt das Gelbe noch nicht an. Vielleicht muss dann doch tatsächlich noch ein Block weiter nach oben gesetzt werden. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, ob das richtig ist oder falsch ist. Ja, jetzt scheint es anzukommen. Genau, hier markiert sich was. Der Block lädt sich auf. Und es geht weiter in den nächsten Raum. Gelb geht jetzt hier rein. Hier lädt sich das nächste auf. Und der nächste Raum wird aktiviert. Es wird ja immer komplizierter, vor allem in den nächsten Raum geht das Gelbe durch. Aber wie erzeuge ich was Weißes? Ja, dieses Rätsel scheint mir interessant zu sein. Es baut sich immer weiter auf. Also quasi, es beginnt klein mit diesem Einzelnen und es wird relativ schnell immer größer und komplexer. Ich dachte eigentlich, dass es immer so eine Map gibt, die man fertig machen muss und dann ist das Spiel beendet. Sehr, sehr, sehr interessant. Okay, wir lassen diesen Raum mal so, wie er ist, beziehungsweise da vorne ist noch gelb. Das heißt, theoretisch könnten wir das hier rotieren. Nein, den können wir gar nicht rotieren, aber wir können den moven. Kann ich da hinsetzen und ich kann den Kollegen nehmen und den da hinsetzen. Weil jetzt würde das Gelb automatisch weitergehen, nach da rein. Und wir sehen, sobald das Gelb hier angekommen ist, aktiviert sich dieser Bereich. Ihr seht diese kleinen Balken da, die bauen sich auf und jetzt wird der nächste Raum freigeschaltet. Okay, was haben wir hier noch für eine Möglichkeit? Jetzt können wir nochmal hier den Kollegen nehmen und hier hinsetzen. Kann ich moven, den kann ich da hinsetzen, das hat funktioniert und damit müsste das Gelb jetzt da reingehen. Ich möchte mal gerade auch noch feststellen, die Detailarbeit, die Musik passt genau zum Takt, wie die Dinger sich bewegen, ne? Bam, 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 bam. Also die Musik ist genau im Takt des Spiels gebaut, was total crazy ist. Wir haben diesen Raum jetzt freigeschaltet. Wir haben einen neuen Raum freigeschaltet. Ich denke mal, das ist aktuell der einzige Raum, den wir wirklich erreichen können. Alle anderen können wir gar nicht erreichen. Also das ganze Level-Design ist so aufgebaut, dass wir theoretisch diesen Raum hier erreichen können. Können wir hier irgendwas regeln in diesem Raum? Ja, wir können das Blau dorthin leiten. Das müsste theoretisch möglich sein, so wie die ganzen Sachen hier stehen.
kann den Kollegen hier verschieben, dann kann ich dahin verschieben, ich kann den Kollegen dahin verschieben, ich kann den Kollegen dahin verschieben und ich kann den Kollegen dahin schieben. Da kommt Blau schon mal in dem Raum an. So, jetzt kann ich noch den Kollegen dahin verschieben, wir können das Blau weiterleiten in den nächsten Raum. Das ist wirklich, das ist eine unfassbar coole Map, Leute. Und ich glaube, wir sollten zu dieser Map unbedingt ein kleines Let's Play machen. Was ich mich gerade frage, ist, wenn so ein Ding einmal angefangen hat zu schießen, kann es auch wieder ausgehen? Also wenn ich quasi jetzt hier das deaktiviere, war es das dann? Ja, dann geht auch nichts mehr über. Okay, verstehe. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier konstant das Ganze laufen lassen. Da. Der nächste Raum hat sich noch nicht aufgeladen. Ah, nee. Das ist auch in den Raum rein. Das heißt, wir können alles erstmal nur in diesen Raum reinleiten. Gut, lassen wir erstmal alles. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass nochmal irgendwie das Blau später zurückkommt. Ich wundere mich, dass wir hier so viel Blau haben in diesem Raum. Sehr interessant. Aber dann gehen wir nochmal in diesen Raum über. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann ist es möglich, alles irgendwie miteinander zu fusionieren. Ich kann diese Dinger nicht hier platzieren. Ich kann sie immer nur auf diesem Grid hier platzieren. Okay, das ergibt Sinn. Aber wie kann ich die denn jetzt fusionieren? Oder lege ich die einfach alle weg hier und die treffen sich in der Mitte und das funktioniert? Interessant. Also der Kollege fusioniert sich hier. Ich kann diese Spiegel aber nicht drehen. Also die Logik der Spiegel habe ich noch nicht zu 100% verstanden, wie das genau funktioniert, weil offensichtlich ja nicht nur die Laser scheinen sich ablenken zu lassen. Das heißt, durch die beiden Richtungen lenkt er sich in die Diagonale. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt Blau und Gelb gemischt? Das macht die ganze Sache ziemlich kompliziert. Ich kann die Dinger nur nicht drehen, die hier. Den Spiegel einfach hinzustellen, bringt mir auch nichts. Aber ich kann den hier machen. Theoretisch. Dann könnte ich den hier machen. Ja, beziehungsweise andersherum. Ich könnte versuchen, mit den Spiegeln dafür zu sorgen, dass wir irgendwie die miteinander fusionieren. Scheint mir gerade nicht so einfach möglich zu sein. Eine andere Lösung sehe ich für diesen Raum gerade nicht, denn wir können nicht außerhalb des Raums etwas nehmen. Dieser Raum muss lösbar sein mit den Sachen, die wir haben. Wir haben Rot, wir haben Blau und wir haben Grün. Ich kann das Grüne noch umleiten nach oben, aber es bringt mir nichts. Solange das Grün halt nicht in eine andere Richtung läuft, würde es jetzt einfach nur gerade nach oben gehen. Ich kann den Spiegel auch nicht hier hinstellen oder so. Moment, was ist gerade passiert? Ah, interessant. Okay, hier würde sich einfach Blau und Rot vermischen. Das würde sogar funktionieren. Was ist, wenn ich das so mache? Würde sich jetzt Blau und Rot auch noch vermischen? Nein, hier doch. Mal gucken, wie ich eine Lösung finde. Ja, ich hab's. Das ist es. Ja, nice. Okay, man muss ziemlich um die Ecke denken, damit man das schafft hier. Wir haben es aber geschafft und haben damit den nächsten Raum freigeschaltet. Und hier kommt eine weiße Wand raus. Was ist das Goal dieses Raums? Dieser Raum hat gar kein Goal, kann das sein? Nee, das kann ja gar nicht sein. Wie kommt es, dass dieser Raum gar kein Goal hat? Das ergibt gar keinen Sinn. Bin ich in eine Sackgasse reingegangen? Was bringt der Raum hier? Weil da ist irgendwas Komisches. Seht ihr das? Dass hier so ein X ist. Ich weiß nicht, ob das ein Secret ist oder ob das gewollt ist, dass da was ist. Kann ich damit was anfangen? Vielleicht so irgendwie? Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich den nach hinten mache und den Kollegen nach vorne setze. Und dann den Kollegen hier hinsetze. Vielleicht geht das so. Hm.
Weil ich würde das am liebsten mit dem Roten wieder in Verbindung bringen. Ne? Die Richtung muss halt diagonal plus seitwärts. Also eigentlich muss der hier gerade ausschießen. Warte mal. Eigentlich muss das hier irgendwie so gehen. Das wäre die einzig logische Sache. So, und dann müssen die sich jetzt noch halt verbinden und treffen. Also ich komme da vorne irgendwie gerade überhaupt nicht weiter. Vielleicht löse ich das Lesson falsch. Aber mir ist aufgefallen, dass maybe hier sich was an Lösung anbahnt. Und zwar, wenn ich Blau und Gelb fusioniere, entsteht dadurch Weiß. So, Weiß muss da oben reingeleitet werden. Aber ich kann hier nicht Weiß erzeugen im Raum. Aber hier kann ich nur Weiß durchleiten. Stopp. Ich war gerade überlegen, ob ich hier vielleicht in diesem Raum Weiß erzeugen muss. Aber schon, dieser Raum möchte schon gerne Weiß haben, wie ihr seht. Er möchte gerne hier Weiß haben an dieser Stelle. Aber wie will ich das denn da hinleiten? Warte mal. Aber es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren, wenn ich... Warte. Wenn ich outside of the box thinke. Und hoffentlich kriege ich noch den richtigen Spiegel. Wenn ich den hier hinstelle, würde das funktionieren? Ja! Hierdurch kann tatsächlich was durchgeleitet werden. Das heißt, wir haben jetzt dieses Ding aktiviert. Das ist gemein. Ist ja fast schon richtig mies. Habe ich ein Secret aktiviert? Hier ist auf jeden Fall ein großes Fragezeichen. Ich konnte nämlich hierdurch etwas durchleiten. Das ist ja interessant. Sehr, sehr interessant. Hier oben geht es auch nirgendwo weiter. Ich möchte am Ende irgendwie hier noch Weizen haben. Aber das heißt, wir haben irgendwas entdeckt. Oh, da ist was. Was ist das denn? First Secret. Congratulations, you found your first secret. Oh. Ah. Okay, was bringt mir denn das Secret? Ich kann hier wieder Spiegel aufbauen. Und was passiert hier? Ich meine, wir können das Weiß hier durchleiten. In irgendeinen Raum. Aber wir müssen halt in das Secret halt Blau reinleiten, damit das funktioniert. Ich kann in das Secret Blau reinleiten, wie ich gerade gemerkt habe. Warte mal. Das würde sogar funktionieren. Und zwar durch diese Dinger hier durch kann ich das durchleiten. Ich möchte am liebsten, dass Gelb hier nicht mehr in diesen Raum reingeht. Das heißt quasi, ich leite hier mal ganz kurz eben Gelb um. So. Dadurch würde Blau in diesen Raum reingeleitet werden. Und dann könnte ich theoretisch Blau von dem Kollegen hier, das muss hier durchgeschickt werden, genau, geht hier durch. Und dann könnte ich das da oben reinleiten. So, das ist, da muss man echt aufpassen, dass quasi hier auch das durchgehen kann. So, das Blau geht dann hier hoch und das würde mir jetzt den nächsten Raum freischalten, der dann hier kommt. Boah! Wow, okay. Nächster Raum wird freigeschaltet. Vielleicht können wir dann mal dieses Rätselchen hier lösen. Woo, that's interesting. Okay. Ich glaube, das Secret war necessary. Ich glaube, wir mussten das Secret finden, damit das funktioniert. So, jetzt muss ich wieder da irgendwas durchleiten durch das Secret. Das heißt, jetzt möchte ich gerne doch wieder unser Gelb zurückleiten. Das heißt, doch wieder zurück in den Raum. Das wird dann quasi zu Weiß. Weiß geht hier entlang. Und dann möchte ich mal unser Weiß einfach mal weiterleiten. Das heißt, ich mache mal so. Und ich mache mal so. Okay, unser Weiß dürfte jetzt hier gleich wieder entstehen. So, also entsteht unser Weiß. Unser Weiß geht hier entlang, geht hier rein. Geht hier durch. Geht geradeaus hier durch und sollte jetzt in den nächsten Raum gehen. Hier ist übrigens noch ein Blau in diesem Raum. Theoretisch, was ich auch noch schießen könnte. Die Frage ist, was brächte mir das? Ich weiß es noch nicht. Aber das Ding ist quasi, das müsste auf der anderen Seite wieder rauskommen. Eben weil alles ja hier irgendwie miteinander verbunden ist, müsste auf dieser Seite unser Weiß rauskommen. Das müsste jetzt hier durchlaufen. Da ist unser Weiß. Fusioniert das irgendwie? Nö. Und das heißt, dann würde das jetzt auf der anderen Seite ankommen, und zwar hier ankommen. Da ist unser Weiß. Und was bringt uns das? Was bringt das denn jetzt? Warum kommt das hier an? Was habe ich denn davon, dass es jetzt hier ankommt? Übrigens ist mir gerade aufgefallen, wir können ja jede beliebige Farbe rüberleiten in den anderen Raum. Klar, wir können jede beliebige Farbe... Oh mein Gott! Das habe ich jetzt gerade gecheckt. Wir können jede beliebige Farbe in diesen Raum hier rüberleiten. Aber auch da frage ich mich gerade wieder, was bringt uns das hier, jede beliebige Farbe in diesen Raum rüberzuleiten? Ich weiß es nicht. Meine Damen und Herren, ihr seht auf jeden Fall eine unfassbar gut gelungene Minecraft-Map, die wir haben. Und es wird sehr, sehr viel versprochen auf dieser Map. Das heißt, wir werden unfassbar viele Möglichkeiten hier haben. Soll ich die Map mal irgendwann
im Stream mit euch gemeinsam spielen, als Let's Play. Ihr seht, es gibt 4 Stages allein schon. Und allein in Stage 1 gibt es noch mehr Stages mit noch verrückteren Dingen und eieiei. Also eine ziemlich verrückte Minecraft-Map, das war die Vorstellung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.